Hallo, im letzten Video haben wir M-zu-End-Beziehungen gemacht und da hat man hier eine Tabelle gehabt, wo man dann die Fahrer-Team-Kombinationen eingibt. Und da haben wir gesagt, Fahrer 1 gehört zu Team 1 von dem und dem Jahr etc. Jetzt hier das Problem war, das hat alles ganz gut funktioniert, bloß mein Problem ist jetzt, woher weiß ich, wer Fahrer 1 ist und wer Team 5 ist oder wer Fahrer 2 ist. Und wer Team 2 ist. Und das ist ein Problem. Das heißt, ich müsste dann immer, in dem Fall, musste ich dann gucken, wie die Beziehung ist. Zum Beispiel, ich gehe hier bei Datenbanktools, gucke mir die Beziehung an und dann sehe ich, okay, die Tabelle Fahrer 2, Fahrerteams und Teams, die stehen in Beziehung. Ich bin jetzt hier in dieser Tabelle, wo man die Kombinationen eingibt. Jetzt will ich wissen, wer die Fahrer überhaupt sind. Dann müsste ich jetzt Fahrer 2 immer aufmachen und gucken, ah ja, Piquet ist Fahrer Nummer 1, Hulme ist Fahrer Nummer 2, etc., um hier die Daten einzugeben. Es gibt eine viel einfache Methode und diese Methode gilt jetzt nicht nur für Beziehungen, sondern das kann man allgemein auch benutzen. Und das sind so Dropdown-Felder oder Kombinationsfelder heißen die. Wie man solche Kombinationsfelder erstellt, machen wir gleich hier. Und zwar, ich gehe wieder hier auf Start, ich gehe wieder im Entwurf und ich fange an mit dem Feld Fahrer. In dem Fall hier, Feldfahrer ist eine Zahl, Long Integer. Das ist so bedingt durch die Beziehung. Aber ich will jetzt meinen Job einfacher machen. Ich will hier nicht nur Zahlen eingeben, sondern ich will einfach den Fahrernamen eingeben und dafür eine Zahl erhalten. Ja? Also was wir jetzt machen hier, ist, wir müssen die Zahl eingeben. Fahrer 1 vor Fahrer 1, 2 vor Fahrer 2 etc. Und ich will nicht mehr die Zahlen eingeben, sondern ich will die Namen eingeben. Also wenn ich jetzt 1 geben will, ich gebe PK ein und automatisch macht mir Access eine 1. Ich will Prost eingeben und automatisch macht mir Access eine 4. Und das macht man mit diesem Dropdown-Felder. Und zwar, man geht hier im Entwurf, klickt in der Zeile Fahrer in dem Feld und hier gehen wir zu Nachschlagen. Jetzt bei Nachschlagen steht standardmäßig bei allen Feldern Textfeld. Wir klicken hier rein und nehmen jetzt Kombinationsfeld. Ups. So, jetzt die erste Sache ist, so woher kommen die Daten dieses Dropdowns? Okay, und da steht hier Herkunftstabelle abfragen, da brauchen wir nichts zu machen. Wir gehen hier in den dritten Feld und wählen jetzt die Tabelle, aus denen die Daten kommen. Wir wollen die Tabelle Fahrer 2. Na. Wir wollen die Tabelle Fahrer 2, weil da sind ja unsere Daten. Die 1, 2, 3, die kommen ja aus dieser Tabelle. Und deswegen wollen wir diese Tabelle. Das ist unsere Herkunftstabelle. Okay, so. Das haben wir hier gesagt. Fahrer 2. Jetzt, was heißt gebundene Spalte? Die Frage ist, von welcher Spalte kommen die Inhalte des Feldes Fahrer? Das Feldfahrer, wenn wir uns erinnern an letzten Video, das Feldfahrer hat dann die Fahrercodes. Das heißt, und die Fahrercodes in unserer Tabelle sind hier als in der ersten Spalte. Das heißt, die gebundene Spalte ist die erste Spalte, weil das sind die Daten, die hier in dem Feld rein müssen, die Codes, die Fahrercodes. Jetzt Spaltenanzahl. Wir sagen mal zwei Spalten. Okay? Wir sehen dann gleich warum. Spaltenüberschriften können wir auch auf Ja machen. Spaltenbreiten. Wir haben jetzt hier zwei Spalten. Geben wir jeder Spalte eine Breite. Die erste Spalte, das sind die Fahrercodes, eine 2. Dann mit Semikolon und dann die zweite Spalte sind dann die Namen. Ja? Also wir haben jetzt zwei Spalten unser Dropdown. Das ist die erste Spalte. Das sind die Codes. Da habe ich jetzt eine Breite von 2 cm gegeben. Und das ist die zweite Spalte in unser Dropdown. Das sind die Fahrernamen. Der will ich jetzt eine Breite von 5 geben, 5 cm. Ja? Also 2 cm, also hier ist es nochmal, 2 Semikolon 5 und automatisch macht Access daraus 2 cm, 5 cm. Also unser Dropdown wird zwei Spalten haben. Die erste Spalte beinhaltet die Fahrercodes, 2 cm, und die zweite Spalte beinhaltet die Fahrernamen mit 5 cm. Zeilenanzahl können wir jetzt auf 16 lassen. Listenbreite, du musst mal anpassen an oben. Wir haben zwei Spalten, eine mit 2, eine mit 5. Also das heißt, da können wir es hier auf 7 cm stellen. Nur Listeneinträge, ja, weil wir wollen nicht, dass man irgendwelche andere Einträge, irgendwelche Fahrer eingibt, die nicht in der Mastertabelle drin sind. Und das andere können wir so lassen, wie es ist. So.
Dann tue ich Speichern. Und jetzt gehen wir über zur Datenansicht. So, wenn ich jetzt hier gehe, da sieht man, das ist ein Dropdown und ich kann jetzt genau sehen, wer der Fahrer ist. Ja? Also wenn ich jetzt PK geben will, gebe ich die 1, hier auch. Ich kann dann jetzt die Fahrer, jetzt sehe ich genau die Namen der Fahrer. Ja? Also es ist jetzt der Job wesentlich einfacher als vorher. Vorher habe ich die Zahlen eingeben, wusste ich nicht, wer der Fahrer ist. Aber jetzt, wenn ich hier jetzt eine neue Fahrer eingebe, kann ich sagen, okay, zum Beispiel Hand. Und jetzt hier muss ich das Team eingeben, da habe ich selber Probleme mit dem Team und so weiter. Aber jetzt die Fahrer ist jetzt wesentlich einfacher, die Fahrer einzugeben. Es ist wesentlich einfacher, die Fahrer einzugeben als vorher. Ja, weil jetzt sieht man die Fahrer. Man kann den Job noch einfacher machen, indem man sagt, okay, weißt du was, ich brauche gar nicht zu wissen, was für ein Fahrercode die haben. Ja? Mich interessiert nur der Name. Was interessiert mich, was der für ein Code hat, was für ein Fahrercode. Weil dieser Fahrercode ist ja nur für die Datenbank interessant. Für mich als User ist es uninteressant. Okay, dann kann man das noch einfacher machen, indem man hier geht, man lässt alles, wie es ist, aber hier die Spaltenbreiten, die erste Spalte interessiert mich gar nicht. Dann mache ich sie 0 und die zweite Spalte interessiert mich, das ist die 5. Okay, so, und dann kann man hier die Komplettbreite auf 5 reduzieren. Okay, das heißt, ich hab zwei Spalten. Ich brauche die zwei Spalten, weil ich brauche die erste Spalte, ist die gebundene Spalte. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die erste Spalte aus der Tabelle ist, da sind die Fahrercodes, die braucht man unbedingt. Aber ich will sie gar nicht sehen, sondern ich will nur die Namen sehen. Das ist ja, was ich hier bezwecke. Ich habe die erste Spalte ist 0, die will ich gar nicht sehen. Interessiert mich gar nicht, was der Fahrercode ist. Ist wie die Kundennummer, die interessiert mich nicht. Mich interessiert der Name, wer der Kunde ist. Und genauso hier mache ich es, der Fahrername interessiert mich, den gebe ich 5 cm und dann die Listenbreite habe ich jetzt auf komplett 5 cm gemacht. Jetzt, wenn wir speichern und uns das jetzt anschauen, da sieht man, aha, jetzt sieht man zwar die Namen hier, man sieht die Namen, aber tatsächlich werden nicht die Namen in der Tabelle eingetragen, sondern nur die Codes. Okay, das ist sehr wichtig zu wissen. Ich kann mit dem Dropdown den Fahrer eingeben, aber in Realität wird der Code, der Fahrercode hier eingetragen. Aber den kennt man gar nicht und interessiert uns auch gar nicht. Ja? Machen wir dasselbe auch mit den Teams. Hier wieder, Zahl. Geh wieder auf Nachschlagen, mach wieder Kombinationsfeld. So, und diesmal ist die Herkunft aus Teams. Gebundene Spalte ist wieder die 1, weil, machen wir mal die Teams auf. Da sieht man, das sind die Teams, der Team-Code, der ist das Wichtigste und deswegen ist die gebundene die erste Spalte. Spaltenanzahl wieder 2, Spaltenüberschriften können wir von mir aus auf 4 setzen, spielt jetzt keine große Rolle. Spaltenbreiten hier wieder 0 und sagen wir mal auch, machen wir mal, was weiß ich, 8 cm. Lass mal Zeilenanzahl auf 16, Listenbreite machen wir auf 8, nur Listeneinträge, ja. Und der Rest können wir alles auf Nein lassen. So, speichern und dann auf die Datenansicht. So, und jetzt kann man die Tabelle viel besser lesen. Ja, man kann sehen, Piquet, Brabham, Piquet, Williams, etc. Und jetzt, wenn ich jetzt einen neuen Datensatz eingeben will, zum Beispiel Rind, und hier kann ich dann zum Beispiel Lotus, so, und dann kann ich hier sagen 1969 bis 1970 zum Beispiel. Ja, jetzt ist die Eingabe der Tabelle wesentlich einfacher als vorher, weil vorher müsste ich immer wissen, oh, wer ist denn die 1, wer ist denn der bla bla bla. Und hier interessiert mich nicht, was für eine Fahrernummer der Rind hat, beziehungsweise was für ein Teamcode Lotus hat. Interessiert mich gar nicht. Ich kann jetzt die Daten so eingeben. Und das ist der Sinn von so Dropdowns. Natürlich, die andere Sache, was Dropdowns auch haben, die haben auch einen Vorteil, dass man Tippfehler und so vermeidet. Das tue ich dann in dem nächsten Video diskutieren. Aber jetzt sieht man hier, gerade bei Tabellen, gerade bei Beziehungen, ist so ein Dropdown wesentlich einfacher, vereinfacht die Eingabe dramatisch, vis-à-vis jetzt, wenn man jetzt nur die Codes eingibt. Okay, machen wir hier noch ein. Lauda war bei Ferrari von 1973 bis 1977. Okay, und das ist jetzt so, arbeiten Datenbanken in der Realität. Ja, wir kennen weder den Code von Lauda, noch interessiert uns der Code von Ferrari und trotzdem können wir die eingeben. Aber die Datenbank nutzt
den Code von Lauda und nutzt den Code von Ferrari. Die nutzt gar nicht die Namen. Aber die Namen sind nur für uns als User wesentlich einfacher zu handeln.